Hallo ihr Lieben, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ja, ich habe hier schon angefangen, da habe ich mir überlegt, Mensch, da kannst du auch die Kamera anschmeißen. Ich habe mal hier die alte Pfanne von meinen Hunden rausgeholt, die sieht nämlich echt schon nicht mehr schön aus. Und das ist so eine kleine, steht hier drauf, wie groß die ist. Nee, kann ich nicht sehen, auf jeden Fall ist das eine kleine. Wir können ja mal gerade ausmessen. So hat sie ja etwas über 19 Durchmesser. Das ist eine kleine Pfanne und ja, die wollte ich für Mixed Media herrichten. Angefangen habe ich jetzt hier, halt, hier habe ich so. Mit einer ganz normalen Feile hier, das Geräusch ist aber jetzt vor der Kamera ein bisschen blöd, das anzurauen und vor allem hier diese Stellen, da habe ich auch schon angefangen, das abzumachen, dass hinterher das Gesso gut hält. Ich werde das dann einfach mit weißem Gesso einstreichen, einpinseln, naja, wie auch immer. Okay, ich mache dafür, Entschuldigung, jetzt aber erstmal die Kamera aus und melde mich dann später nochmal. Für euch gleich. So, ich habe jetzt die geschliffen. Hier innen drin war es schwer zu schleifen. Und jetzt nehme ich mir hier das weiße Gesso oder Gesso oder wie auch immer und pinsel jetzt die Pfanne weiß ein. Ne, da kann ich euch ja bei mitnehmen. Ich will auch den Griff hier oben weiß einpinseln, also komplett, ne, komplett. Und ja, ich mache dann einfach Musik an und mache schneller. Hier ist mir ein Malheur passiert, aber das ist nicht schlimm, weil da will ich sowieso noch dieses Bastband, nee, ist kein Bastband, dieses Band rumwickeln. Was ich jetzt noch gemacht habe, ist, ich habe mir hier Sachen rausgesucht, die ich benutzen will. Und Eisbären gibt es nur am Nordpol, deswegen habe ich mich für den Spruch Round about the North Pole entschieden, hier ein paar Muscheln, eventuell das Iglo noch, ja, mal gucken. Und das habe ich hier mit dem Metallic Silber von Dowcraft geinkt an den Rändern. Genau, dann gucken wir jetzt mal. Ich hatte, ist noch nicht ganz trocken, ist nicht schlimm. Ich hatte mir überlegt, Heißklebepistole wäre nicht schlecht.
Die mache ich mal gerade an. Ich hatte mir überlegt, dass ich fange ich ab hier an zu wickeln. Mache ich mir erstmal eine Schlaufe. Also ich wollte auf jeden Fall dieses hier als Aufhängung nehmen. Und das müsste dann natürlich, wenn ich im Bild so, ich glaube, ich klebe das hier an der Seite ran, lasse hier oben eine Schlaufe und klebe das hier an den beiden Seiten ran. Und hier oben so eine Aufhängungsschlaufe. Und dann wickel ich das Band drumrum. Das wollte ich rustikal haben. Und eventuell mache ich es sogar noch hier rum. Oder Silber oder so. Ich weiß es noch nicht. Da muss ich einfach mal gucken, wo mich der Weg hinführt. So, ich habe den Griff jetzt hier umwickelt. Ich habe zwischendurch dann ausgemacht, weil es einfach zu lange gedauert hätte. Genau. Ja, irgendwie ist das hier doch nicht ordentlich. Aber mal gucken, vielleicht klebe ich hier später noch irgendwas drauf. Zur Zierde. So, jetzt habe ich mir Gedanken gemacht, wie kriege ich das hier reingeklebt. Auf jeden Fall passt das schon mal, das ist gut. Und es sollte so sein. Also es wird ja so aufgehängt. Ich habe mir jetzt Mixed Media Glue von Stamperia rausgeholt und hoffe, dass das damit dann klebt, wenn ich es aufkriege. Oh, wartet mal, ich muss das mal.
Ja, Leute, sorry, da habe ich vergessen, die Kamera einzuschalten. Ich habe hier aber einfach nur noch die Reste von dem Weiß und von dem Blau hier unten genommen und das eingepinselt, weil meine Schwester und ich uns einig waren, dass dieses Braun nicht so aussah. Und jetzt gefällt mir das auch schon viel besser. Und hier oben habe ich noch so ein bisschen Blau zart raufgetupft. Genau, das wollte ich so als Himmel hernehmen. Dann habe ich noch Sachen vorbereitet, denn ich habe alle hinten nochmal auf Fotokarton geklebt, ausgeschnitten und mit dem Silber geinkt. Das wollte ich dann hier draufkleben und hier hinhängen. Genau. Hier habe ich nur noch mal ein bisschen Karton genommen, in mehreren Schichten draufgeklebt, damit er hier auch schön abstehen kann. Genau. Ja, ich würde sagen, ich mache. Ja, soweit bin ich jetzt fertig. Ich habe nur gedacht, hier oben ist ein bisschen leer, dass ich hier eben noch schnell, da habe ich jetzt keine Pappe hinter gemacht, keinen Fotokarton. Das war die noch mal eben schnell hier hinkleben. Da geguckt, ob ich irgendwas anderes finde, aber irgendwie weiß ich nicht. Aber ich glaube, so ist es, das reicht aus. Da sollte nicht zu viel hin. Genau. Dann sind wir jetzt fertig, aber ihr habt ja die Pfanne am Anfang schon gesehen.
Ja, dann möchte ich mich bei euch bedanken für das Zusehen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und auch die Pfanne am Ende gefallen. Und ja, ich freue mich natürlich über einen Daumen hoch. Solltet ihr noch nicht Abonnent meines Kanals sein, dann freue ich mich natürlich auch über ein Abo, sofern euch oder dir gefallen hat, was du hier gesehen hast. Ja, und Kommentare sowieso immer. Da freuen wir uns alle drüber, ne? Würde ich mal so sagen. Ja, dann verabschiede ich mich jetzt von euch und wünsche euch noch, je nachdem, wann ihr das Video gesehen habt, einen schönen guten Morgen, einen schönen Tag oder einen schönen Abend. Ciao, ciao! Ich habe die jetzt hier behandelt. Das ist alles abgeschliffen. Hier innen drin war schlecht auszu. Keine Ahnung was. Auszu. Ich weiß es nicht.